Ja, Clasher, moin moin. Seid ihr grüßt, heute ist Gildekrieg und wir haben hier so ganz besondere Gegner und da dachte ich mir, okay, ich nehme euch mit und wir schauen uns einfach mal an, was wir hier machen können. Es gibt offensichtlich so eine neue Gilde mit totalen High-End-Spielern. Schaut sie euch an, 287, 275, 272. Richtig, richtig hohe Gegner und ja, die wollen wir einfach angreifen. Und ihr seht schon, wer hier auf dem Plan ist. Das ist Hecto. Jetzt müssen wir ein bisschen gescheiter vorgehen. Jetzt warten wir erstmal, bis der Michael Proc weg ist. So, jetzt ist er weg. Und jetzt setzen wir hier unsere Sniper hin. Den hier hin und den dahin und dann immer welche hier ran. Und jetzt hoffen wir, dass wir hier gut durchkommen. 27, 29 und wir müssen immer droppen, droppen, droppen. Ihr wisst ja, wie das geht. 29%, alles lebt noch. Irgendwas kämpft sich hier durch und ihr seht, es funktioniert hier. Was nehme ich mit? Ich nehme hier meinen PD mit, den ich außen stacken lassen kann. Und dann läuft es eigentlich wunderbar durch. Gar kein Problem. Wir räumen hier ab und ihr schaut euch das an, wie zügig und ruckizucki es geht. 103 von den Wächtern habe ich verbraucht, aber die werde ich jetzt gleich wieder herstellen und dann sehen wir uns hier im zweiten Teil. Ja Leute, weiter geht es auf zum nächsten Gegner. Ihr seht ja immer, ich nehme Truppen mit. Warum? Ganz einfach, weil es effektiv ist. So. Und wir machen das Ganze jetzt nochmal. Und wir setzen immer ein paar Truppen. Wir sind schon mal auf Speed, das ist erstmal gut. Mal schauen, wie es läuft. Mal schauen, wie es läuft. PD ist tot. Guckt mal. Es läuft doch eigentlich alles gar nicht so verkehrt. Nur PD ist tot und das war's. Ja. 33%, das ist jetzt alles nicht schlimm, hat doch alles überlebt und ich sage mal so, wie ihr das seht, es passen die Procs und dann läuft es eigentlich gut mit jeder Menge Pets und mit ein paar Truppen kriegt man hier eigentlich eine Menge gebacken und ja, es läuft ganz gut und PD, naja, PD müssen wir halt wiederholen, das ist ja jetzt auch nicht so das Allerschlimmste, genau. Ja, die Pets bringen schon eine Menge, Truppen bringen eine Menge und ja, eigentlich alles recht leicht. Und da haben wir schon den zweiten Gegner gelegt. Wunderbar. Ja, Leute, jetzt machen wir den dritten Gegner hier fertig. Probieren wir mal die andere Seite. Probieren wir hier mal die andere Seite. So, und die Truppen hier rein gegen den Piraten. So, wir haben es also auf jeden Fall jetzt schon mal. Jawohl, PD, komm, steck nochmal hoch. Nee, PD ist jetzt tot. Aber es glaube, das sieht ganz gut aus. Schaut es euch an. Es hat funktioniert, ja. Also, jetzt muss es nur noch klappen, dass wir hier gut und gerne durchkommen. Wir haben auf jeden Fall erstmal ein paar Truppen verloren. Ein Schluck aus der Kaffeetasse. Und Cucino wird uns die nächsten Punkte bescheren. Auch wenn die Garni hart ist und es ist ja nur noch ein Turm übrig. Also das wird funktionieren. Zwei Helden sind tot. Gut, das passiert ab und zu mal. Damit muss man rechnen. Aber wir können sie ja glücklicherweise wiederholen. Und ihr seht, dass der Drops jetzt gelutscht ist. Ja, und dann wird fröhlich abgeräumt. Und wenn meine Truppen tot sind, ist es alles nicht so schlimm. Die stellen wir einfach wieder her. Ja.
werden auch die letzten umgenietet. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum nicht den Michael mitnehme. Bis jetzt habt ihr gesehen, funktioniert es mit PD ganz gut. Ich stehe ehrlich gesagt auf diesen Buff vom PD einfach, weil es Geschwindigkeit gibt. Und weil der Buff einfach nochmal größer ist. So, die nächsten 610 Punkte. Das war's. Ja, Clasher, machen wir weiter. Ja, naja, so muss man halt probieren. PD ist sofort tot. PD ist sofort tot nach einer Attacke. Da sind jetzt ein paar gestorben. Vielleicht von meinen, vielleicht von seinen. Wäre ja total toll, wenn es mal von seinen wäre. So, jetzt heilen wir. Joho. Jetzt niete doch mal. Niete. Jawohl. Jetzt niete Rudolf um. So. Jetzt sieht es besser aus. Weil ich hier SK habe und SK ist im Blitzartefakt. Wir haben auch noch die Heilung dabei. Ja, das ist gut. Wir haben noch Mini-Angie dabei, die uns heilt. Und wenn jetzt mal ein Turm fällt nach dem anderen, da haben wir wieder Heilung gekriegt. Seht ihr es? Es funktioniert. So, das Ding ist jetzt gelaufen. Der Drops ist jetzt endlich gelutscht. Meine Fresse, wie viele Tries habe ich dafür benutzt? Also, bestimmt 20 oder 30 Tries, aber egal, wir machen es einfach. Rerik ist Geschichte und ihr habt gesehen, es funktioniert. Warum nehme ich jetzt den Druiden mit? Einfach, weil er Single-Target ist, weil er uns die Heilung gibt und wenn die im nächsten Moment kommt, er hat den Angriff-Buff, ich habe einen neuen Skill hier drauf, dann funktioniert das auch, ja? Ihr seht es und das ist doch gut. Das hat jetzt richtig toll funktioniert, auch wenn ich jetzt hier eine gute Weile dran gesessen habe. Jetzt machen wir den fünften und letzten Try. Ich habe mich entschieden, ich nehme jetzt einfach Nummer 6. Das ist der Diggerle und die Nummer 4 im Bunde habe ich ein paar Mal angesetzt. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe. Ich müsste die Holzhammer-Methode nehmen. Die Verteidigung ist richtig gut und ich will die Punktzahl nicht riskieren. Also mache ich safe. Und gehe hier so rein, wie eigentlich immer. Und hoffe, dass es funktioniert. So, ihr seht also, es geht relativ gut. Wir sind bei 33%. Jetzt können wir nur hoffen, 41%. Zack, und umgenietet ist der. Also das war jetzt doch ganz leicht. Ja, ganz leicht. So. Damit haben wir den Gildekrieg wieder hinter uns. Ist auch gut so. Reicht auch aus. Weil manchmal, ist es schon sehr, sehr zeitintensiv. So, und ihr seht, ich habe heute mal ohne den Michael gespielt. Ich habe mir den Druiden mitgenommen, einfach weil er nochmal die Angriffskraft ein bisschen pusht, weil er mir auch eine Heilung gibt. Und zack, da haben wir 600 Punkte. Nice, das ist gut. Also Platz 1, 2, 3, 5 und 6. Damit bin ich total zufrieden. Punktzahl 3129. Das ist das absolute Maximum. Danke, danke, danke. Sehr schön, das freut mich sehr und ich bin auf Platz 1. Yo, Clasher, macht's gut, bis dahin, tschüss.